Leute, hier ist euer GreenMelody und jetzt geht weiter mit dem Let's Play Euro Truck Simulator 2. Im vorigen Teil Euro Truck Simulator 2 sind wir als Charakter GreenMile von die zweite Lieferung von München nach Salzburg gefahren. Jetzt im dritten Teil nehmen wir wieder einen neuen Auftrag an. Wir befinden uns derzeit in Salzburg. Nach Linz, aber das geht vom Splatt Steinbruch, da fahre ich nicht so gern. Ich würde sagen, wir fahren... Ja, viel Unterschied vom Gehalt her macht das eh nicht. Ich würde sagen, wir fahren Joghurt nach Innsbruck. Fahren wir mal 18 Tonnen Joghurt, ist doch fein. Mit einem Iveco. Wir sind noch nie mit einem Iveco gefahren. Schaut schick aus. Und wir haben gerade Post bekommen. Okay. Und hier behalte deine Garagen im Auge. Miletrans heißt unsere Firma. E-Mail. Ach, nicht im Ernst. Wir haben ja von der Bank ein Mail bekommen. Benötigen Sie Geldmittel? Wir können helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Ihnen mitteilen, dass wir attraktive Kredite für junge Unternehmen anbieten. Benötigen Sie eine Finanzierung, um Ihr Geschäft einen Schub zu geben? Wenden Sie sich an uns. Besuchen Sie Ihre örtliche Bankfiliale für weitere Informationen. Hochachtungsvoll, Verkaufsmanager Bank. Zur Bank gehe ich nach diesem Auftrag. Dann kaufen wir uns mal einen eigenen LKW. So kann das ja nicht weitergehen. Ach, das sieht doch schick aus. Highway. Trucks of the Wagger. Ach, jetzt muss ich mal einen Screenshot machen. Und dieser Auflieger, dieser elegante. Lass mal den Motor an. Machen das Licht an. Setzen mal einen Blinker. Fahren ein Stück nach vor. So. So, und drücken diese Taste, machen einen schicken Screenshot. Okay, das sollte reichen. Begeben wir uns. Ach, das ist ja schick. Schick, schick. Machen wir mal wieder das Licht aus. Schauen wir mal da. Nein, wir müssen da lang. Ach, eigentlich reicht mir dieses GPS vollkommen, was ich da eingebaut habe. Ich nutze lieber das, was uns der LKW direkt bietet. Also diesen Iveco finde ich nicht so schlecht. Der fährt sich gut. Bis jetzt alle Ivecos, die ich hatte, habe ich mir gedacht, scheußlich. Aber dieser hier, an dem gibt es nichts auszusetzen. Der fährt sich einwandfrei. Es gibt nichts... Ach, der fährt sich gut. Ach, der fährt sich ja lässig und gelassen und lustig und froh und toll. Ach, das finde ich gut. Falls ihr es nicht entdeckt habt, rechts neben dem Lenkrad läuft auch ein GPS mit. Aber wir können ja auch einfach den Straßenschildern folgen. Kommen wir auch direkt nach Innsbruck. Okay, wir müssen jetzt da lang. Okay, jetzt sollten wir etwas verlangsamen. Auch die Bremse reagiert doch auch toll. Auch ich finde diesen LKW toll. Mir gefällt der gut. Fahren wir da mal auf die Autobahn. Ach, da quält er sich schon hoch, da quält er sich hoch. Aber wir sind raufgekommen. Der ist sogar Automatik.
Na, was es alles gibt. Ich meine, wir haben ja sowieso Automatik. Also, bis jetzt hat die Weko immer so einen schlechten Eindruck auf mich gemacht. Dabei ist das doch wundervoll. Jetzt fahren wir über die Grenze, da muss ich einen Screenshot machen. Wir als Trucker fahren über die deutsch-österreichische Grenze. Und Screenshot. Freistaat Bayern. Ganz toll. Irgendwie fehlt mir dieses Chip. Ich habe schon wieder Post. Na, was, wer will denn so viel von mir? Selbstständige Fahrer gesucht von Eurogoodies Salzburg. Sind Sie an einer beruflichen Veränderung interessiert? Für eine große Zahl an Auslieferungen suchen wir fähige Fahrer mit eigenem LKW. Wir bieten überzeugende Frachtraten von bis zu 5.500 Euro pro Auftrag. Sollten Sie über ein eigenes Fahrzeug verfügen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Beladestation in Salzburg. Eurogoodies Salzburg. Okay. Da will doch einer wer was von uns. Wir sind ja richtig beliebt bei den Leuten. Jeder will was von uns. Aber wir haben noch keine eigene Zugmaschine. Aber werden uns gleich einen Kredit aufnehmen und uns eine kaufen? Oder besuchen zuerst mal den Händler und schauen, was überhaupt so ein Truck kostet, bevor wir uns einen Kredit aufnehmen. Da ist ein Schneesymbol. Ich finde diese Licht- und Schatteneffekte auch wundervoll. Also, dass jetzt am Lenkrad zum Beispiel so ein Licht und Schatten, und wenn ich über die Brücke fahre. Ich finde das sehr, ich finde das absolut toll. Nur die Landschaft haben sie nicht angepasst. Weil ich als Österreicher weiß ja, wie die österreichischen Autobahnen so ausschauen. Und so sehen die eher nicht aus. So sehen zwar die in Deutschland aus, oder bin ich mir zwar auch nicht ganz sicher, ich war noch nicht so oft auf deutschen Autobahnen, aber die in Österreich, ich weiß ja nicht. So, wir fahren noch 2 Stunden 20 Minuten Ingame-Zeit mit diesem schicken IW-Coding und diesem schicken Auflieger. Schade, dass wir nicht länger fahren. Schade, dass wir nicht länger fahren. Wäre doch so schön gewesen. Wie lang nehme ich denn schon wieder mal auf? Ich frecher Junge. Wartet mal kurz. 8 Minuten, ach so. Da können wir schon noch ein bisschen fahren. Da können wir schon noch ein bisschen fahren. Fahren wir da wieder rüber. Ach, der düst aber ganz schön ab. Mein lieber Schwan. So muss sich ein Trucker fühlen. Direkt Mitleid. So muss sich ein Trucker fühlen. So, jetzt über... Was habe ich denn heute? Jetzt wiederhole ich schon zum dritten Mal. Jetzt haben wir da Verona, Innsbruck. Wir wollen nach Innsbruck, deswegen sollten wir auf diese Spur wechseln. Und in Mailand haben wir einen LKW-Händler. Müssen wir zu dem hinfahren? Man weiß es nicht.
Also, jetzt habe ich mal nachgedacht, weil ich gerade so still war. Ich meine, ich habe nicht nachgedacht. Ich habe mich einfach aufs Fahren konzentriert. So ist das Leben von so einem Trucker ist ja auch nicht einfach. Da kann man ja nicht mal eine Familie oder so haben. Ich meine, da ist man ja nie zu Hause. Da zieht man so durch ganz Europa oder durch die ganze Welt oder auch nur durch ganz Deutschland oder so. Aber ist nie zu Hause. Was ist, da kann man ja keine Kinder oder keine Partnerin, da ist man ja nie da, da zieht man ja immer nur hin und weg und irgendwie habe ich mal so eine Doku im Fernsehen gesehen. Das muss ja ein schwerer Job sein. Erstens ist ja das total langweilig. Immer nur Autobahn und Autobahn. Und irgendwie ist nie was Neues. Irgendwie ist immer das Gleiche. Immer, dann hast du den Tempomaten, wie ich gerade, die Füße lass du baumeln und das Lenkrad haltest du so mit einem Finger und drehst immer nach, wenn eine Kurve kommt. Das mache ich nämlich gerade. Tanken brauchen wir nicht. Ich wechsle mal lieber die Spur. Weil der da gewaltig bremst und ich da vorbeifahren will. Ich nicht extra meinen Tempomaten hinauswerfen will und da kommt schon unsere Abfahrt. Okay, bisschen auf die Bremse. Jetzt hatte ich gerade einen Ruckler. Jetzt ist meine Framerate auf 9 Frames heruntergegangen. Das hat mich sehr erfreut, wie ihr euch denken könnt. Ach, da muss ich ja noch gar nicht ab. Ich fahre ja noch geradeaus weiter. Was bin ich denn für ein Dussel? Jetzt bin ich etwas verwundert. Aber das Navi wird schon den richtigen Weg wissen. Warte mal, ich schaue mal auf die Map. Ach ja, wir könnten jetzt hier abfahren und so. Oder wir fahren hier ab und so. Dann wird das wohl der kürzere Weg sein, weil sonst würde uns ja das Navi so nicht schicken. Gottes Willen. Genau, jetzt geht's durch den Tunnel. Wie auch immer der heißt. Ach ja, Licht müssen wir einschalten. Was tust du? Was tut der? Was hat der? Was tut denn der da? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Innsbruck. Der fährt auch nach Innsbruck. Wir haben Pech. Er fährt nach Innsbruck. Okay, ich fahre einfach ohne zu schauen, was ein Trucker so alltäglich macht, ist mir aufgefallen. Er fährt einfach. Wir wollen nicht zu Triad. Oder Tree-E-T? Sondern zu Euro-Goodies. Wir müssen mal auf 50 herunterbremsen. So ist es halt in Innsbruck. Geradeaus. Und jetzt da rein. Und ich hoffe, es haut jetzt besser hin mit dem rückwärts einparken wie beim letzten Mal. Ach da, ja, das ist so eine Entladestelle. Da geht's meistens eh einfach. Genau, da müssen wir so hin. Und gleich mal dagegen gefahren. Oh, wir haben keinen Schaden genommen. Dann so einschlagen. Immer schlage ich in die falsche Richtung ein. So etwas zurück. So.
So. Und er wird nicht grün. Das war doch mal leichter. Das war doch nicht immer so schwer. Kann man da irgendwie einen Schwierigkeitsgrad einstellen? Irgendwie ist es in meinem privaten Spielstand nie so schwer. Oder einfach, weil ich... Jetzt ist grün. Schon so lange nicht mehr gefahren bin. Ausgezeichnet. Wieder ohne Beschädigung. Und wir sind ein Level aufgestiegen. Jetzt machen wir mal zerbrechliche Fracht. Nö, machen wir nicht. Wir machen eine ADR-Lizenz. Explosiv, Gase, brennbare Flüssigkeiten, brennbare Feststoffe. Ätzende Stoffe würde ich doch mal nehmen. Ätzende Stoffe. Gut, wie lange nehme ich jetzt schon auf? 16 Minuten. Besuchen wir noch kurz den LKW-Händler. Den Scania in Mailand. Genau. Jetzt machen wir das. Und jetzt schauen wir mal, was so ein Truck kostet. Der würde kosten 109.000 und wir haben erst 106.000. Dann würde der kosten... Wie viel PS hat der? 420 und der hat 360. Der würde... Ach, der ist teuer. Deep Ocean. Naja, der... Natürlich, das wäre der Oberknaller. Aber was wir uns momentan am ersten noch leisten können, ist der da. Aber wir müssen dafür trotzdem noch eine Lieferung fahren. Deswegen nehme ich jetzt mal keinen Kredit noch auf, sondern fahre vorher noch eine Lieferung. Okay, dann verlassen wir den wieder, den LKW-Händler. Dann weiß ich, dass ich jetzt noch eine Lieferung fahre. Was kriegen wir dafür? Ich nehme jetzt keine an. Ich schaue nur, was wir... Salzburgs... Ach, Milano Tunis. Das gibt richtig viel Kohle. Wir können doch nicht durch die Insel durchfahren. Aber irgendwie will ich das dann auch nicht fahren. Doch, das... Ja, ich schau mal. Ich nehme es jetzt nicht an. Ich beende an dieser Stelle diesen Part. Aber bleibt bei meinem Projekt, dem Euro Truck Simulator 2, weiterhin dran. Like das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert mich, wenn ihr mich mögt oder sympathisch findet. Und immer schön meine Videos schauen. Euer GrimmelLP.